Heute findet hier die Sitzung des Landesbeirates zur Teilhabe behinderter Menschen statt. Dieser Landesteilhabebeirat ist ein ganz wichtiges Gremium, weil er unterstützt und begleitet die Landesregierung dabei auf dem Weg zu einem inklusiven Rheinland-Pfalz. Der Landesteilhabebeirat besteht aus vielen verschiedenen Verbänden, die die Interessen von Menschen mit Behinderungen vertreten, der Selbsthilfe, der unterschiedlichsten Interessensgruppen, und wir arbeiten schon seit Jahren sehr, sehr eng gemeinsam zusammen, und wir verfolgen das Ziel, dass die Menschen mittendrin in unserer Gesellschaft leben können, und arbeiten an dieser Stelle Schulter an Schulter. Wir in Rheinland-Pfalz nehmen die UN-Behindertenrechtskonvention wirklich sehr, sehr ernst. So etwas Großes, auch wie dieses Thema Inklusion, schafft man nur gemeinsam, schafft man nur mit Unterstützung der Gesellschaft. Und der Landesteilhabebeirat ist in diesem Prozess gerade ein ganz, ganz wichtiger Motor. Also im Landesteilhabebeirat sind natürlich vor allen Dingen die Interessenvertretung der Menschen mit Behinderung, die Verbände der Menschen mit Behinderung, aber auch zum Beispiel die Versicherungen, die Krankenversicherung, auch die Träger von Angeboten von Diensten und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. Es ist also ein breites Forum, wo diskutiert wird, wo Behindertenpolitik umfassend auch behandelt wird. Der Landesteilhabebeirat hat sich heute über viele verschiedene Themen ausgetauscht, beispielsweise über das Pflegestärkungsgesetz 2, über die inklusiven Wohnformen oder auch über das Bundesteilhabegesetz. Allen gemein ist, dass wir die Menschen mittendrin in unserer Gesellschaft haben wollen, dass sie ein selbstbestimmtes Leben führen können. Aber ganz zentraler Punkt ist in der heutigen Sitzung die Fortschreibung des Landesaktionsplans zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention. Bei diesem Landesaktionsplan geht es darum, Maßnahmen zu entwickeln, Ideen zu finden, Konzepte zu entwickeln, wie die UN-Behindertenrechtskonvention in Rheinland-Pfalz auch umgesetzt wird. Der Landesteilhabebeirat ist uns hierbei ein ganz verlässlicher Partner, und er ist Motor. Und wir werden auch weiterhin gut mit ihm zusammenarbeiten. Die Fortschreibung des Aktionsplans bedeutet, dass wir nach 5 Jahren nochmal genau draufschauen, was haben wir eigentlich uns vor 5 Jahren vorgenommen in unserem bundesweit ersten Aktionsplan, was ist darauf geworden, was konnte erreicht werden, wo gibt es auch noch Probleme und wie können wir das weiterentwickeln. Und dazu hat auch der Landesbeirat heute in seiner Sitzung schon wichtige Hinweise gegeben in seinen Stellungnahmen zu den Handlungsfeldern des Aktionsplans. Was ist gut gelaufen und vor allen Dingen auf was müssen wir noch achten?